Ja, Tim, wir haben ein unglaubliches intensives Halbfinalspiel gesehen. Am Schluss mit einem schlechten Ende für euch. Wie ist so die Gefühlslage nach diesem Spiel? Ja, das nervt uns sehr. Vor allem war es ein Match, wo wir hätten gewinnen können, wo wir eigentlich gut drin sind und Spieldiktat können übernehmen. Und 3x15, wenn man ein paar wenige Fehler macht, dann verliert man so ein Spiel halt leider. Gerade im Mittelabschnitt hat es mir gedacht, wo ist der Druck von euch immens gewesen. Wieso hat man das nicht können gehen und münzen? Was siehst du kurz nach dem Spiel schon Gründe dafür? Ja, ist noch schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl, wir haben echt gut Druck gemacht aufs Goal. Die Qualität der Schüsse war ein bisschen schlecht gewesen heute. Die Bälle waren ein bisschen zu weich vielleicht für uns. Es war aber für die anderen gleich gewesen. Darum, ich weiss nicht, sie sind nicht gehalten und der Dean hat gut gehabt im anderen Goal, muss man ihm auch lassen. Es ist für Oberwil eine ungewohnte Situation jetzt. Letztes Wochenende im Halbfinal raus. Jetzt in der Meisterschaft, jetzt im Göpp auch am Halbfinal raus. Also es gibt einen Saisonitel. Wie sehr nervt das? Wir haben uns viel vorgenommen und das tut sehr weh. Aber das Wettkampfglück war nicht auf unserer Seite. Das Verletzungspech haben wir auch noch ein bisschen gehabt. Wir haben viele junge Spieler und die nehmen viel mit aus diesen Serien und diesen Spielen jetzt. Wir lernen viel daraus und auch unsere Leader sind sehr jung, darum bringt uns das viel, auch wenn wir mal verlieren. Okay, super, merci.